Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Simon the Sorcerer Teil 4. Wir sind aus dem Dings rausgegangen, aus diesem Gefängnis ausgebrochen. Und ja, da wollen wir mal schauen, was wir jetzt als nächstes machen sollen. Wir sollen ja den Sumpfling finden. Ich glaube, da haben wir ja auch was im Journal drin stehen. Bla bla bla, bla bla bla, Sumpfling unauffällig aushören, genau, das ist unser Ziel. Und ich bin jetzt mal gespannt, in welcher Stadt wir rauskommen. Von Simon the Sorcerer 1, wobei das eigentlich eher ein Dorf war, Simon the Sorcerer 2, danach sieht es ja auch so ein bisschen aus, hätte ich gesagt, oder aus dem dritten Teil, Polygaris oder so hieß die Stadt. Aber danach sieht es jetzt nicht so wirklich aus. Ich schätze mal, das ist eher in der Stadt von Teil 2. Ja. Egal, wir schauen uns auf jeden Fall erstmal um. Da bahnt sich ein Bäumchen seinen Weg. Ich bin ja mal gespannt, wie weit es damit kommt. Die Gasse ist so duster, dass die Laterne auch tagsüber brennen muss. Okay, ja, das nenne ich wirklich duster. Da geht's anscheinend nirgends hin. Okay. Ins Gefängnis kommen anscheinend auch gar nicht mehr rein, oder? Die Klamotten hängen da nicht zum Trocknen, sondern damit die Dreckfladen absplittern. Ja, nett. Den Aushang haben wir schon angeschaut, das hat er ja automatisch gemacht. Da steht, Einladung zur ersten Hauptversammlung des Vereins der Freunde des Sumpflings. Treffpunkt im Vereinshaus auf dem Marktplatz. So... Marktplatz. Das hört sich doch mal schon mal ein gutes Ziel an. Merkwürdig, warum fühle ich mich so beobachtet? Ich habe das Gefühl, dass mich ständig jemand angafft. Dabei bin ich hier alleine. Nicht ganz. Toll. Diese Tür besitzt keine Klingel und keinen Türklopfer. Was wollten die Entwickler mir damit nur suggerieren? Dass du nicht da reinkommst? Völlig uninteressant. Das steht mal fest. Irgendwas können wir auch mit der Tonne machen. Vielleicht verschieben, um in die Gasse reinzukommen. Das riecht entsetzlich nach Gurken. Na sowas, ein Bauplan der Burg. Aber sowas gehört doch nicht in den Müll. Das gehört ins Altpapier. Okay. Das Fass stinkt nach Gurken. Ekelhaft. Ein Geheimplan. Das ist eine Kritzelei der hiesigen Königsburg mit einem ganzen Haufen Geheimgänge. Hm. Ehrlich gesagt erkenne ich nicht viel darauf. Die ganzen Linien sind viel zu verwirrend. Werden wir wohl brauchen. Okay, also in die Gasse. Gosse. Genau. Und da sind wir ja reingekommen. Alles klar. Lasst uns doch mal jetzt mit dem Wolf reden. Hallo Wolf. Hallo. Oh, mein Kopf. Was habe ich mir gestern bloß wieder für ein Zellgift in die Arterien geschüttet? Da ist ja mein Lieblingswolf. Tatsächlich? Mein kleines Alkoholproblem stößt dich nicht ab? Du hast sicher tief in meinem Herzen den guten Kerl erkannt, hm? Aber klar, tief in deinem Herzen erkenne ich einen guten Kerl mit einem Alkoholproblem und einer Mundausdünstung, die nach benutzter Windel riecht. Im Ernst, du solltest dein Leben umkrempeln. Den ganzen Tag Oberkante Unterlippe herumzutorkeln, kann doch nicht der Sinn des Lebens sein. Tatsächlich. Ja. Vielleicht sollte ich mich mal informieren. Was schlägst du denn vor? Ja, Astronaut zum erster Wolf zum Mond, das hört sich doch ganz gut an. Alligatorenfarm, naja. Oh, das ist auch nett. Heiraten, eigenes Rudel züchten. Aber wir nehmen Astronaut. Du könntest Astronaut werden und als erster Wolf zum Mond fliegen. Was bitte soll ich auf dem Mond? Dann kann ich ihn ja nicht mal mehr anheulen. Außerdem nehmen die mich nicht als Astronaut. Nicht mit meinen Leberwerten. Das Argument greift. Deine Leberwerte hauen den stärksten Parkbankpenner um. Dich darf man eigentlich nicht mal ohne Aufsicht auf der Erde frei rumlaufen lassen, geschweige denn auf dem Mond. Was wäre damit?
Du könntest heiraten und dir dein eigenes Rudel züchten. Ich, ein Rudel? Viele kleine Wölfchen? Lustige kleine Viecher, die den ganzen Tag auf mir herumkrabbeln und mir in den Schwanz kneifen? Die mir die Haare vom Kopf fressen und mich nach Strich und Faden fertig machen? Ach was, das gibt sich. Die werden ja größer. Genau. Genau. Und dann beißen sie ihren alten Herrn weg und übernehmen selbst das Rudel. Ich weiß, wie das läuft. Danke. Außerdem habe ich schon geheiratet und ein Rudel gegründet. Aber dann kam die Midlife Crisis. Du verstehst? Mhm. Nein, offensichtlich nicht, du Milchgesicht. Armer Wolf. Mein Vorschlag kommt nicht an. Das sehe ich ein. Na gut. Was ist dann? Dann probieren wir es mal mit der Alligatorenfarm. Du könntest eine Alligatorfarm gründen und die Viecher mit bloßen Händen vor Publikum würgen. Hm? Wie? Alligatoren würgen? Bin ich bescheuert? Was soll dir das bringen? Eine neue Handtasche? Und was mache ich dann damit? Keine Ahnung. Deinen Lippenstift reinpacken? Okay, vergiss es. War eine blöde Idee. Du könntest mich mal für ein paar Minuten überlegen lassen. Ich komme gleich wieder. Vielleicht brauchen wir da so eine Art Broschüre oder irgend sowas. Wo zeigt, was er mit seinem Leben machen könnte oder sowas. Hm. In solche Kneipen sollte man nur reingehen, wenn man 2 Meter groß ist und die Arme voller Anker-Tattoos hat. Vielleicht tun es auch ein schwarzer Ledermantel, eine Sonnenbrille und eine 44er Magnum als Argumentationshilfe bei Streitigkeiten. Lass mich mal raten, du willst also nicht in die Kneipe rein. Eine Spelunke, wo sich allerlei buntes Volk rumtreibt, das muss ich mir näher ansehen. Ah, okay, doch rein. Okay. Hey, das ist eine von den Kneipen, vor denen mich meine Eltern immer gewarnt haben. Huh. Okay, also doch nicht. Was ist mit dem Kanaldeckel? Da kommen wir zum Stadttor. Instrumentenbauer. Geht's da auch noch weiter? Hier. Ich gehe da nicht runter. Letztes Mal, als ich in einen Kanal gesteckt wurde, bekam ich es mit großen, haarigen Riesenspinnen zu tun. Mhm. Ja, ich erinnere mich, das war nicht so schön. Lass mich raten, hier lebt der Wolf. Stinkt. Was, wie bitte? Der Müll stinkt. Ach so, okay. Hier lebt anscheinend der Wolf, schätze ich mal, oder? Ein Fernseher. Solange nicht wieder Flischflauschi-Girl läuft, stört er mich nicht. Ja, okay. Was waren das für Ampullen? Schnapspulle. Na, da hatte aber jemand einen riesigen Durst. Da hat jemand in völlig unleserlichen Buchstaben irgendwas hingekrakelt. Okay. Geht's hier noch weiter? Ja, es geht noch weiter. Da kommen wir zum Marktplatz, da wollen wir ja eigentlich auch hin. Der Müll stinkt. Ist was drin? Anscheinend. Hey, in dem Mülleimer liegt ein Korken. Zu was so ein Korken alles nützlich sein kann? Okay, alles klar. Dann sind wir soweit fertig. Sollen wir zum Instrumentenbauer gehen oder... Ah, nee, lass uns gleich zum Marktplatz gehen. Das mit dem Instrumentenbauer machen wir ein anderes Mal. Oje. Also, nach dieser Gasse sieht es hier doch... Oh, einiges schöner aus. Was haben wir denn alles hier? Wir haben hier eine Haustür. Ich sehe nichts Besonderes. Ja, okay, dann versuch trotzdem mal reinzugehen. Ich wette, hinter der Tür wartet bereits eine gut aussehende, willige Blondine, die vor Sehnsucht nach mir vergeht. Ich klopfe besser nicht, das wirkt so aufdringlich. Ich warte, bis sie herauskommt. Okay. Mach das. Aber dafür haben wir keine Zeit.
Also diese Villa ist, hat seltsame Türen. Zugemauerte Fenster? Na, da übertreibt es aber jemand mit der Einbruchsicherheit. Es sind ja auch die Türen, die zugemauert sind. Kommst du hier nicht hier weiter hinten nach? Hier hinten? Zugemauerte. Nee, okay. Dann war's das anscheinend. Was haben wir sonst noch? Die Gasse natürlich. Vereinsaussagen, das hört sich doch gut an. Eine Nagelkeule. Yogi, Nagelbrett, ein Schwert. Und da geht's wieder zur Stadt. Geht's da noch weiter? Pizzeria, aha. Ich wünschte nur, das Spiel würde ein bisschen besser laufen. Hier merkt man es gerade besonders stark, wie sehr das ruckelt. Da ist das Clubhaus. Jemand sorgt gut für dieses Pflänzchen. Es ist mit nährstoffreicher, stinkender Schlammbrühe gedüngt worden. Hört sich lustig an. Okay, versuchen wir mal ins Clubhaus zu gehen. Da wollten wir ja eigentlich hin, glaube ich. Hallo, ist jemand da? Hallo? Ich möchte rein. Hast du deinen Mitgliedsausweis dabei? Ach, der Mitgliedsausweis. Mist, der ist bestimmt in meinem anderen Hut. Ohne Mitgliedsausweis darf man hier nicht rein. Hey, aber ich bin ein Freund vom Sumpfling. Der Vereinsgründer hat aber angeordnet, dass jeder, der durch diese Tür will, seinen Mitgliedsausweis vorzeigen muss. Ja, super. So ein bürokratischer Mist. Dieser Vereinsgründer muss doch völlig gestört sein. Du musst es ja wissen. Schließlich bist du es selbst. Okay. Als Vereinsgründer ordne ich an, dass ab sofort jeder hier rein darf, auch ohne Ausweis. Anordnungen dürfen aber nur im Vereinshaus vorgenommen werden. Das hat der Vereinsgründer angeordnet. Na, super. Wo erhalten eigentlich die neuen Mitglieder ihre Ausweise? Ausweise erhält man ausschließlich im Vereinshaus. In das wir nicht reinkommen. Aha. Und wie kommt man ohne Ausweis ins Vereinshaus? Gar nicht. Hast du selbst überhaupt einen Ausweis? Nein, deshalb kann ich das Gebäude auch nicht verlassen. Ohne Ausweis komme ich nicht wieder hinein. Ich gehe dann mal. Was für eine blöde Regelung ist das denn? Mist, ich brauche diesen Mitgliedsausweis. Ach, wo kriege ich den her? Ha, ich weiß, mein Doppelgänger. Ich müsste bei ihm zu Hause mal vorbeischauen. Nur, wo wohnt der Kerl eigentlich? Ich müsste jemanden finden, der die Leute kennt und mit den Adressen in der Stadt Bescheid weiß. Eine Post oder sowas gibt's hier bestimmt nicht. Aber das Rathaus vielleicht? Ich habe keine Ahnung, in welchem Haus sich mein Doppelgänger verkriecht. So, und da geht's auch nicht weiter oder geht's da weiter? Nee, da scheint's nicht weiter zu gehen. Okay. Dann Pizzeria. Pizzeria ist immer gut. Giovanni's Pizzeria. Herrlich dieser Geruch von frischem Teig, zerlaufendem Mozzarella-Käse und verbranntem Gummi. Hey, Moment mal. Verbrannten Gummi? Ein Pizzalieferdienst? Hey, so jemand weiß doch, wo die Leute in der Stadt leben. Der kann mir sicher sagen, wo mein Doppelgänger wohnt. Und das habe ich jetzt nicht gedacht. Ragazzo, hier bei Giovanni bekommst du die beste Pizza aller Dimensionen. Was willst du bestellen? Hier auf dem Marktplatz hört man doch bestimmt einen Haufen Gerüchte, oder? Gerüchte? Aber wohin du denkst, hä? Selbst wenn mir kämen etwas zu Ohren. Keine Gerüchte? Das glaube ich nicht. Hör zu, wenn ich anfange, Pizza in mich zu stopfen, dann werden die beiden Jungs von der Wildecker Herzverfettung blass vor Neid. Willst du mich ernsthaft als Kunde verlieren? Nein. Na gut, du hast gehört schon von dieser Opernaufführung, bei der alle Zuschauer sind gestorben. Hm?
Nur ein Tauber war dabei. Der ist nur geworden wahnsinnig. Sogar die Orchestra ist mausetot. Deshalb hat der König verbieten lassen, la musica tutto completo. Deshalb, ich muss neulich 2 Goldstücke Strafe zahlen, als ich habe vor mich hingesungen, stupido. Okay. Das heißt, keine Musik hier. Nun rede schon. Was erzählt man sich denn momentan so? Wusstest du, dass wir hier haben Störungen im Raumzeitkontinuum seit kurzer Zeit? Sì, molto terribile. Das tritt seltsamerweise immer nur auf bei dir. Du gehst links um die Ecke und plötzlich, du kommst von rechts wieder her. Verrückt, eh? Ja, vielleicht habe ich etwas an die Augen. Hm? Okay, das kann man anscheinend mehrmals machen. Probieren wir mal alle Dinger durch, denke ich mal, oder? Nun rede schon. Was erzählt man sich denn momentan so? Wusstest du, dass Wolfram zum Sange ist weggelaufen, die Katze? Und was war das für eine Felino? Glaube mir, ich habe weggeräumt mehr als eine Maus, der auch der letzte Blutstropfen ausgesaugt worden ist. Ich habe immer eine Knoblauchzehe zur Sicherheit, falls das Biest noch einmal zurückkommt. Okay, noch was? Nun rede schon, was erzählt man sich denn momentan so? Allora, du kennst diese komischen Brüder, die leben im Wald? Sie sagen, dass sie haben einen direkten Draht zum Jenseits. Ich habe ihnen schon angeboten, dass sie für mich eine Pizza bringen nach unten, zu meinem Großonkel. Hä? Würde sich freuen, certo. Hä? Aber leider, wir haben vergessen, ihm zu geben seine Gebiss. Och. Nun rede schon. Na, weil du's bist. Hä? Sicher, du wusstest schon, dass wir hatten einen echten Meisterdieb in dieser Stadt vor einigen Jahren? Hä? Überall, er hat eingebrochen und immer, er nahm nur das wertvollste Stück. Meistens, er hat mitgenommen die Kunstwerke, naturalmente. Bei mir, er war auch. Er hat meine herrliche Pizzateller hängen lassen an der Wand. Ist das nicht beleidigend, hä? Ja, irgendwie schon. Nun rede schon. Sicherlich, du wusstest schon, dass es Drachen geben soll in dieser Gegend, hä? Erst vor einem Monat zog Siegfried, dein großer Recke, aus, um eins der Bisse zu erschlagen. Und nun rate, womit er kam zurück? Beladen bis an die Halskrause mit sinnlosem Plunder und einem unterschriebenen neuen Handyvertrag. Was muss das sein für eine Bestie? Das wird mich jetzt auch interessieren. Nun rede schon. Du hast schon gehört, dass diese nette junge Signorina im Magieladen eine Instant-Maschine angeschafft hat. Ein Teufelsding. Ich kann dir sagen, man kann stecken etwas hinein und es kommt als Tüte mit Instant-Pulver wieder heraus. Ich hoffe, dass niemand kommt auf die Idee anzubieten, Pizza aus der Fertigtüte. Das wäre der Untergang unserer Kultur. Okay, das war's. Vielleicht weiß der tatsächlich, wo wir wohnen. Sag mal, wo wohne ich eigentlich? Bitte wie? Wie stupid bist du denn? Habe ich das verstanden richtig und du nicht weißt, wo du wohnen? Nein, das hast du ganz sicher falsch verstanden. Vergiss die Frage. Probieren wir erstmal die Quattro Formaggi. Eine Pizza Quattro Formaggi, bitte, aber ohne Käse. Ah, sì, du hast gefrühstückt eine Alecchino. Sehr witzig. Oder machst du dich lustig über mich, hä? Oh nein, warum sollte ich? Du solltest mich besser nicht ärgern, amico mio. Oder du wirst schlafen bei die Fische. Eine 4-Käse-Pizza ohne Käse? Was bitte soll das sein, hä? Vielleicht auch ohne Tomatensauce und Teig? Allora, du wirst bestellen eine Pizza oder etwas anderes. Na gut, dann mit Sauerkirschen und Anchovies. Eine Pizza mit Sauerkirschen und Anchovies, bitte. Sì, magnifico, eh? Großartig. Eine echte Sauerkirsch-Anchovie-Pizza. Es muss 30 Jahre her sein, wo zuletzt jemand hat so etwas bei mir bestellt. Aber der Kunde ist der König. Pizza zum Mitnehmen? Nein, liefer mir die Pizza bitte ins Haus, wenn sie fertig ist. Ich zahle dann dort. Oje, wir haben un problema, amico mio. Irgendein Marder, maledetto, hat gefressen die Reife und den Bremsbezug von meinem Fahrrad. Und ohne fahrbaren Untersatz kann ich nicht liefern die Pizza. Da müssen wir warten, bis mein Fahrrad aus der Reparatur zurück ist, hä? Na, so lange wird das sicher nicht dauern. Wann hast du es denn hingebracht? Naja, ein halbes Jahr ist das nun schon her.
den Mann von Fahrradservice, ich habe auch nicht mehr wiedergesehen seitdem und meine Vorschuss auch nicht. Na super, der braucht also ein Gefährt, um die Pizza auszuliefern. Danach könnte er uns die Pizza ausliefern, wir verfolgen ihn und bekommen raus, wo der andere Simon Lohn wohnt. Da kriegen wir vielleicht Informationen raus und den Mitgliedsausweis für das Clubhaus. Und da finden wir dann unseren Sumpfling, mit dem wir, den wir dann auch seuchen könnten. Ich gehe dann wieder. Also wir haben auf jeden Fall einen Plan. Ach, wo kriege ich jetzt einen fahrbaren Untersatz her, damit der Pizzabäcker wieder seine Pizza ausliefert? Da werden wir schon noch was finden. Was haben wir denn jetzt? Also, ja, das hatten wir. Also, wir brauchen den Mitgliedsausweis und Haus des Doppelgängers finden. Ich möchte zum Sumpfling gelangen, da ich dem kleinen Kerl nach meinem Doppelgänger ausfragen kann. Leider versperrt mir ein nervtötender Verein zwar den Zutritt zum Vereinshaus. Ich kann mich zwar als der falsche Simon ausgeben, aber ohne einen Mitgliedsausweis lässt mich dieser Regelfuchser trotzdem nicht durch. Und ein fahrbarer Untersatz für den Pizzabäcker besorgen. Ich muss einen fahrbaren Untersatz für den Pizzalieferanten auftreiben, damit er wieder ausliefern kann. Sein Fahrrad sieht er bestimmt nicht wieder. Ja, da müssen wir mal schauen, was wir so finden werden. Machen wir in der nächsten Folge. Oder in der übernächsten, je nachdem, wann wir mal so einen fahrbaren Dings finden. Bis dahin, macht's gut und tschüss.